Und an der Stelle ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Train Fever. In der letzten Folge haben wir ja ziemlich gut hier oben ausgebaut. Da haben wir zwar noch die Strecke noch nicht mit Zügen in Betrieb genommen, aber der ist voll und da warten immer noch genug Leute. Okay, jetzt fahren die Züge auch alle los, dann passt das schon mal. Okay, wir müssen vielleicht auf der Strecke ein paar mehr Züge noch einsetzen. Das habe ich schon herausgefunden. So, hier genau. Die sind alle voll. Das heißt, da können wir auf jeden Fall zwei Züge noch einsetzen. Da passt's. Da müssen wir mal schauen, der dauert natürlich noch ein. Dann da passt es auch soweit, aber da oben können wir auf jeden Fall noch zwei Fahrzeuge einsetzen. Nicht genug Geld. 5 Stück und da können wir 2 Stück noch einsetzen. So, nämlich der hier. Weil die brauchen wir so und so. Die Leute, also die Passagiere, wir haben die Anzahl der Passagiere, lässt es zu, dass wir mehr Fahrzeuge einsetzen. Also setzen wir mehr ein. Nachdem wir ja so in den letzten Folgen jetzt auch im Straßenbau und über Ausbau geredet haben, ist es auf jeden Fall ein Ziel der nächsten Folgen noch, dass wir hier das Eck nochmal ein wenig ausgebaut bekommen. Hier angefangen mit Schnellgleisen. Die, ich sag mal, Startstraße hier auszubauen oder umzubauen. Da müsste man eigentlich damit als erstes anfangen. Nur haben wir leider schon wieder kein Geld. Also wir müssen ihn laufen lassen, dass wir ein Geld bekommen. Also es schwankt noch ein wenig stark, aber das muss ich einpendeln jetzt in nächster Zeit, hoffe ich mal. So. Da müssen wir auf jeden Fall gleich dann schauen, dass wir ein wenig rüberziehen. Das neue Ding jetzt halt auch ganz wichtig ist, dass wir hier da unten das backt jetzt wieder rum, ne? Aber
dass wir hier schon mal die Straße fertigstellen, bevor wir da mit dem Gleisbau anfangen. Sonst stellen wir uns ja ganz, sonst müssen wir ja den Verkehr auch noch irgendwie in der Baustelle mit rumführen. Dann bauen wir da hinten auch gleich aus, hätte ich mal gesagt. Nicht genug Platz. Ah, jetzt geht das wieder los. Dass das nicht passt. Unter die Brücken durch. Kollision bei Angleichung am Terrain. So. Straße. Können wir die ausbauen? Nein, geht nicht. Okay, also müssen wir eben mal die Brücke neu machen, eine neue Straße hinsetzen. So, das heißt, wir können jetzt auch ohne weiteres da einfach die Strecke abreißen und versetzen, weil wir fahren ja eh schon größtenteils über die neue. So. Machen wir das. Dann können wir den Altbestand zurückbauen. Weil wenn wir da die Gleise wirklich versetzen müssten, dann haben wir auf jeden Fall Platz jetzt. Die Überführung, da müssen wir eh neu machen. Da führt ja eh kein Weg dran vorbei. Weil Bahnübergänge gibt es generell nicht mehr nach dem Ausbau. So. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Terrain angleichen. Nicht zu viel, weil da gehen zu viele Bäume im Wald kaputt. Wir können ja wieder Bäume setzen. Das ist ja nicht das Problem. So. Okay, wir müssen ein paar Bäume wieder hinsetzen, weil sonst sieht man schon, dass da mal was war. So, hier noch ein. Wenn einer fragt, da war nichts. Vor allem jetzt haben wir die Straße ausgebaut, jetzt müssen wir in Zukunft auch darauf achten, dass wir die Strecke mal schneller bauen. Vor allem auch mal schnellere Züge dann einsetzen, weil je mehr Auto da fahren, desto weniger sind natürlich für uns die Kundschaft. So. Ich lasse mich weiterlaufen, weil vielleicht haben wir ja
demnächst jetzt auch schon dann die elektrischen Züge. Und dann können wir auf jeden Fall gleich auch auf neuen Gleis neue Züge dann einsetzen. Neue Hochgeschwindigkeitsgleis dann. Geht mit Dampf so und so nichts mehr, geschwindigkeitstechnisch. Haben wir doch schon fast alles angeglichen, wenn. Und dann noch da bis zur Stadt hinkommen machen. Aber das dürfte ja auch kein Problem mehr sein. Okay, die Züge laufen alle, weil sonst hätte man nicht so hohe Gewinne eingefahren. Könnte man fast meinen, bis auf das Waldstück da, mir irgendwo Bäume. Waren da auch irgendwo. Beziehungsweise, nee, die waren nicht dabei. Die waren nur im Standard-Pack mit drin. Ja, dann müssen wir es so lassen. Ist ja kein Problem. Dann. Ah, da hat schon Housing gebaut. Sehr gut. Da ist auch schon die Straße hier. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Wie weit da jetzt ausgebaut worden ist. Okay, bis zum Bahnhof haben wir da schon mal ausgebaut. Hier schon mal die ersten Stücke jetzt halt, wo wir schneller fahren könnten. Klar, es ist der Bahnhof, da wird immer langsamer gefahren, aber dennoch möglich wäre eh schon mal. Und vor allem, es sieht auf jeden Fall auch schon besser aus. Das muss man entscheidend sagen. Die rasen ja auch wie die Weltmeister dadurch. Wobei 80 ist eigentlich noch langsam, ne? Die Sache ist die, wir haben hier extrem viel Verkehr und während dem Verkehr das umzubauen ist relativ schwierig. Das heißt, wir müssten jetzt schauen, ob man theoretisch mit einem Gleis anfangen könnten.
Okay, die würden dann über ein Gleis fahren. Das wäre soweit machbar. Und dann könnten wir währenddessen schon mal das andere Gleis hinbauen. Wenn da nicht noch ein Zug wäre. Da unten passt es ja soweit. Da können wir eigentlich das Stück bis zur Weiche abreißen. Genau. Dann können wir ab da nämlich mit dem neuen Streckenverlauf schon beginnen. Hochgeschwindigkeitstechnisch, aber nicht mehr in dieser, sondern erst in der nächsten Folge, wo wir dann endlich die Strecke jetzt mal in modernisieren. Wir haben ja damals schon die Warenstrecke dazu gebaut. Da müssen wir uns auch noch was überlegen mit dem Tunnel. Weil da sind die Warenhüben, auf der anderen Seite drüben. Ich bin noch gespannt, wie wir es umsetzen, aber schauen wir mal. Aber bis dahin beenden wir erstmal die Folge. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.